Darauch und bekommt zum Kampf gegen General Dragizzard. Seine Heldenfähigkeit Intensiver Blick bewirkt, dass alle Karten einen Mana kosten. Er selbst hat zwei Mana zur Verfügung, wir nur eins. Wir tischen als Hexenmeister dicke Diener auf. Seid ihr falsch abgebogen? Die Schaltfläche zurück befindet sich unten auf eurem Bildschirm. Gul'dan gegen General Dragizzard. Was treibt ihr denn hier? Eure Seele wird mir gehören. Wir schmeißen alles weg, weil wir unbedingt Meister Eichenherz haben wollen. Nicht dabei. Schade. Wollt ihr mir bei der Vernichtung der Sterblichen dieser Welt behilflich sein? Nun kann man drüber reden. Wir sagen auf jeden Fall erstmal Tag. Ich grüße euch. Warum? Warum nur? Ich fand euch doch ganz nett. Okay, grüßen mag er überhaupt nicht. Dann spielen wir mal den hier und geben ab. Okay, gucken wir mal, was Ragnaros trifft und entfernen mal den. Lord Nefarius, ich dachte, der hier hat sich für uns um Ragnaros gekümmert. Ich werde die Schwarzfeldspitze verteidigen. Abenteurer, ihr seid noch immer auf der falschen Seite des Berges. Ja, bringen wir auch mal einen davon. Opfern wir Alexstrasza? Ich würde sagen... Ich werde um euch trauen. Nee, wir nehmen den erstmal weg. Sauber. Spielt lieber ein paar gewertete Spiele. Der Abenteuermodus scheint euch nicht so zu liegen. Ich finde, das läuft bisher ganz gut. So, dann nehmen wir mal den weg, um ein bisschen Platz auf dem Board zu kriegen. Mit dem Rest rennen wir in sein Gesicht. Und dann spielen wir den mal. Gut, ich glaube, allzu viele Drachen haben wir nicht mehr im Deck. Das heißt, wir können auf den gerne verzichten. So schaffen wir uns ein bisschen Platz auf dem Board. Und dann knacken wir den raus. War gar nicht mehr nötig. Ich hatte nur noch 8 Drachen raus. Ist ja eh noch dran. Ich habe schon wieder nicht auf die Lebensenergie geachtet. Ja, entschuldige, BM war keine Absicht. In der nächsten Folge geht's jedenfalls zum letzten Boss der Schwarzfelsspitze. Bis neulich!